Janubada bedeutet verschränktes Knie. Janubada ist auch die Bezeichnung einer Gruppe von Asanas. Nila Kanta zeigt ein paar davon. Charakteristisch ist, du beugst ein Knie und dann gibst du den Arm um das Knie herum und du faltest die Hände hinter dem Rücken. Und das ist eben Janu heißt Knie, Bada heißt gefaltet, verschränkt oder auch gebunden. Und es gibt verschiedene Variationen von Asanas mit Janu Bada, insbesondere verschiedene Variationen von Marichyasana heißen so. Aber du kannst auch Janu Bada üben aus verschiedenen Positionen. Es gibt sie vorwärts beugend, es gibt sie drehend und es gibt sie rückwärts beugend. Auf unserer Yoga-Vidya-Seite wiki.yoga-vidya.de könntest du auch einfach eingeben Janubada und dann siehst du eine Fülle von Asanas, die Janubada-Variationen sind. Alles zu finden auf yoga-vidya.de und die wichtigsten Asanas auch in der Yoga-Vidya-App.